Christi Krause, schön, dass du da bist. Glückwunsch zum Sieg und zu deiner sehr, sehr starken Leistung. Dein Career-High offensiv und defensiv so stark, wie wir es von dir gewohnt sind. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Also es war einfach eine Energieleistung vom ganzen Team. Man merkt, dass wir jetzt endlich wieder alle im Training hatten, außer Marvin. Wir hoffen, Marvin ist bald wieder gesund. Aber man sieht, unser Team spielt gut zusammen. Wir sind einfach ein Energiebündel und wir spielen einfach zusammen. Und wir finden die Leute. Der Sieg geht nicht auf meine Kappe, sondern die Leute finden mich, wir finden uns gegenseitig, wir spielen zusammen und wir sind ein Team und eine Familie und deswegen gewinnen wir diese Spiele. Ja, sagen wir nicht nur auf deine Kappe, aber du hattest schon einen großen Anteil dran bei diesem Spiel, was ja lange wirklich auf Augenhöhe war. Was hat für dich am Ende den Ausschlag gegeben? Weil das Ende war dann gar nicht mehr so spannend, wie wir es vielleicht erwartet hatten. Trier hat euch sogar machen lassen, hat auch nicht gefoult bei ungefähr 30 Sekunden. Also am Ende war es fast ein bisschen zu einfach dafür, dass es so ein harter Kampf war. Ja, also zu einfach würde ich nicht sagen. Trier hat auf jeden Fall einen sehr, sehr tiefen Roster. Also die haben extrem große Namen, super Team. Also am Endeffekt laufen wir einfach mehr als die anderen Teams. Wir haben mehr Energie, wir feuern mehr von der Bank an. Wir sind mehr ein Team als die anderen Teams. Und deswegen gewinnen wir diese Spiele, weil wir einfach, jeder hat in den Mann nebenan, hat einfach Vertrauen. Und deswegen gewinnen wir diese Spiele einfach. Ihr steht jetzt genau wie Trier bei 3:1 in der Saison, auch wenn es natürlich noch früh ist. Was ist noch drin für euch, diese Spielzeit? Wir nehmen alles, was wir können. Also wir wollen alles, wir schauen einfach. Wir spielen jedes Spiel aufs Neue und wollen jedes Spiel aufs Neue gewinnen. Seiler Schneider hat vor 2 Wochen von der Meisterschaft gesprochen, hier im Interview. Wir schauen jedes Spiel, jede Woche. Wir bereiten uns jede Woche auf das nächste Spiel vor und spielen Woche für Woche einfach unseren besten Basketball, den wir können. Und versuchen die beste Leistung, die meiste Energie abzuliefern an dem Wochenende, was wir können. Dann weiter alles Gute dafür und danke, Christi Krause. Vielen lieben Dank. Ciao. Haben wir hier einen glücklichen Chris Harris vor uns, der auch erstmal durchatmen muss. Das war ein wildes, ein sehr aufregendes Spiel, oder? Also, ich finde das ein, also, auch wenn wir verloren hätten, was auch gut möglich war, hatte ich wahrscheinlich dasselbe gesagt. Es war eine unfassbar umkämpfte Party. Was für ein Pfirsich, was für ein, so ein Kampfsau-Mentalität von beiden Mannschaften. Kein Trefferquoten, also wirklich ein dreckiges Spiel. Und wir sind heute glücklich, dass wir uns entscheiden können. Das glaube ich dir gerne. Für mich der Mann des Spiels, Christi Krause, der jetzt hier nicht nur die Humba machen durfte, sondern auch fleißig Autogramme schreibt, gerne gleich auch noch bei uns ist. Siehst du das auch so? Also Christi hat wirklich ein unfassbar schönes Spiel gemacht. Ne? Ich fand Seiler unheimlich wichtig im vierten. Also du kannst wirklich jeden nennen, der denn eine tolle Phase hat und eine schlechte Phase hat. Aber Christi hat fast durchgehend eine tolle Phase. Er war wirklich sehr wichtig heute. War schön. Bei Krause wurde ja eben vor der Saison gesagt, ja, er geht im Grunde als 10. Profi rein in der Rotation. Aber das erleben wir eigentlich ganz anders. Er ist viel, viel wichtiger für euch, als man das vielleicht vorher dachte. Also, der Stärke und Schwäche unserer Teams ist unser Flecker-Hierarchie. Ne? Also, unser Hierarchie ist unfassbar flach. Es kann jeden Tag irgendjemand nach vorne steppen und wichtige Minuten graben und gut spielen. Und es kann jeder einfach da eher Zeit auf die Bank verbringen. Lass uns einmal noch über JJ Mann reden, seine Rückkehr in die Ische. Er wurde hier sehr nett empfangen. Dann gab es noch ein paar hitzige Situationen, der Rempler gegen Nawrocki, später dann auch noch im Schlussviertel gegen Krauser. Wie habt ihr es auf der Bank oder an der Seitenlinie erlebt? Oh, das ist nicht so viel zu kommentieren. JJ kennen wir, ein wahnsinniger Competitor. Es tut alles, um seiner Mannschaft einen Vorteil zu geben. Wir fanden es toll, als er bei uns war. Er hat uns auch ganz schön viel gegeben. Und gerade spielt er gegen uns. Und es war zu erwarten, dass er versuchen würde, das Spiel zu beeinflussen. Deswegen, er hat seinen Job gut gemacht. Wir haben ihn aber im Großen und Ganzen guten Griff gehabt heute. Für Trier war es die erste Saisonniederlage. Für euch war es die erste vergangene Woche in Jena. Wie wichtig war es für dich jetzt, auch wenn es wieder so ein knappes Spiel war, wie die ersten beiden in Münster und gegen Gießen, eben nach der Niederlage in Jena, die auch verdient war, hier heute ja, das Ruder wieder rumzureißen und direkt wieder ein Positiverlebnis zu schaffen? Ja, ziemlich wichtig. Also, 10 von 10. Also die Mannschaft, wie gesagt, wir haben einfach eine Charaktermannschaft, wir haben eine starke Mentalität. Wenn wir eins von den Fingern ausrutschen lassen, dann ja, wollen wir das unbedingt wieder gut machen. Jena war top in dem Tag, besser als wir. Ich glaube, heute kann man schon sagen, wir waren über weite Strecken besser als Trier, aber Nuancen besser. Ne? Deswegen, ja, ist natürlich super schön, dass wir das Spiel gewonnen haben für uns. Dann genießt den Abend. Dankeschön, Chris Harris.